Trotz Serientod, Sturm der Liebe, Poppy kommt zurück. Nach über 2 Jahren kehrt, 35, zu Sturm der Liebe zurück. Als Poppy Seifeld, ehemals Schweizer, begeisterte die Schauspielerin rund 1,5 Jahre die Telenovela-Fans. Umso dramatischer war der Ausstieg ihrer Rolle. Die Frohnatur kommt bei einem Schiffsunglück ums Leben. Nun gab der Sender allerdings bekannt, dass die gebürtige Hagenerin wieder für die beliebte Serie vor der Kamera steht. Jetzt ist es offiziell. Ich habe wieder für ... gedreht und bin nochmal in die Rolle der Poppy geschlüpft, bestätigte die psychotherapeutische Heilpraktikerin fröhlich auf Instagram. Natürlich stellen sich die Zuschauer bei dieser News eine Frage: Steht Figur Poppy etwa von den Toten auf? Eine Antwort liefert die Produktion: Noch nicht. Fest steht nur, dass die tollpatschige Schwester von Natascha Schweizer, 45, anlässlich des 75. Geburtstags ihres Ehemanns Werner Seifeld, Dirk Galuba, 77, wieder in Bichlheim auftaucht. Für die 3000. Folge holt die ARD allerdings nicht nur, sondern weitere ehemalige Stürmer für einen Gastauftritt zurück ans Set. Neben dem allerersten Telenovela-Traummann Alexander Seifeld, verkörpert von 50, dürfen sich die Fans auch auf die Schauspielerinnen und Schauspieler Sarah Stork, 31, 40, Lucky Scherer, 37, 40, und Alexander Milz, 32, freuen. Ihre Charaktere sind als Überraschungsgäste für Jubilar Werner wieder am Fürstenhof. Ausgestrahlt wird die 3000. September 2018 ab 15:10 Uhr bei Sturm der Liebe im 1.